So, wir sind wieder zurück und damit wären wir hier direkt, nachdem wir von der CIA weg sind, draußen. Aber wir gucken erstmal kurz drinnen nach, ob wir vielleicht irgendwas finden. Bei dem anderen haben wir drin auch was gefunden. Neues Outfit haben wir freigeschalten. Okay. Geh klar, Mann. Alles gut. Hey, Vorsicht mit meinen Akten, da gibt's ein System. Glaub ich dir. Ich habe aber auch ein System, Mann. Reden. Aber wenn du Sal und seinen dämlichen Sprössling umlegen willst, musst du einen klaren Kopf bewahren. Mach ich. Das kriegen wir hin. Ich bin ja ganz guter Dinge. Wer hat meine Karre so scheiße geparkt? Ich weiß nicht. Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen... So, erstmal hier kurz rein, was futtern. Genau, richtige Outfit haben wir. Nein, Penner, hä? Ey, Ladies, was geht ab? Oh, sieht verdammt lecker aus. Sieht auch Bock drauf, so ein geiles Baguette. Hey, Maestro, was gibt's denn hier? Na, der haut nicht ab, Mann. Schön, Sie mal wiederzusehen, mein Herr. Gerne. Scheiße. Oh mein Gott, was zum Teufel ist denn jetzt los? Wir müssen fliehen. Hier weg. Scheiße, ich hab hier... Ich glaube, ich kriege einen Schlaganfall. Fuck. Das war nicht gut, ey. Ich hätte nicht die Taste drücken sollen. Ja, egal. Wir haben es geschafft, glaube ich, oder? Ich hoffe es. Gibt auf jeden Fall viel zu erkunden. So. Guck mal, was ist denn hier? Leg deinen Arsch beiseite. Was war denn das? Y? Ach ja, was haben wir hier? Okay. Ich fürchte, da musst du wohl doch endlich lesen lernen. Fuck, Mann. Das ist nicht gut, ey. Verdammt, Mädel! Verdammt! Na, bleib schön weg, Mann. Okay. Wie war denn das nochmal mit diesem Ausschalten? Ja, es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, ne? Das ist das Problem. Zeig ich mal. Nahkampfer B. Okay. Patrouilliert er hier? Schon mal weißes Fleisch gekostet, Baby? Kommt der jetzt zurück? Sieht so aus, ne? Ah. Was kostet's, wenn du dich auf mein Gesicht setzt, Kleine?
Nein, müssen wir wegschaffen. So. Jetzt schnappen wir uns das Geld. Genau. Da vorne ist noch mehr Knete, aber da ist auch einer. Oder ist das nur? Gut so. Okay. Übel. Wir klauen hier gerade. Voll gute. Fuck mal. Er hat eine Waffe. Eine Waffe. Hab auch vergessen, dass du hier geboren und aufgewachsen bist. Mhm. Vierte Generation. Der, wir haben eine Leiche. Der Laden, wo Mickey hingegangen ist, war Gott. Er ist noch hier. Ja, ist noch hier, Mann. Kommt garantiert gleich wieder, oder? Ach, der pisst da, oder was? So, das war's für dich. Kann ich den plündern oder sowas? Na, wir stecken erstmal die Waffe weg. So, hier überall soll Geld rumliegen. So, na los. Tada! Na komm schon. Soll Geld liegen. Ich brauch das. Ja, das lohnt sich gerade richtig, ey. Guck mal, 250, das hier, jetzt haben wir schon 2300. Das ist viel Geld für die Zeit, ey. Das ist egal, Mann. Ich krieg dich schon. Da hinten kam eben einer. Ah, der steht da. Wo? Da. Okay. Und wunderbärchenhaft. Rein da. Also, hier ist vielleicht nichts. Was dann? I won't let this place break me down one day at a time, but no doubt I will see my family again. Da steht's, ne? Ich lasse mich von diesem Laden hier nicht fertig machen. Einen Tag nach dem anderen, aber ich habe keinen Zweifel, dass ich meine Familie wiedersehen werde. Okay. Oder entführt oder was? Jetzt ist da was Blaues angezeigt. Was soll das bedeuten? Ja, mit meinem Messer in deinem Gesicht, Mann. Das gefällt mir richtig gut, ey. So ein hammerhart geiles Game. So, 250, 500, 750. Alter Scheiße, Mann, sind wir reich. Was haben wir denn hier Schönes? Bam, Baby. Na, brauchen wir noch nicht, brauchen wir noch nicht. Das ist auch so ein Röntgenblick mehr oder weniger. Oh, es sind zwei. Scheiße. Lass dir ein bisschen was von dem Geld hier geben. Die stehen genau da, wo ich hin will. Muss ich andersrum. Ja, müssen wir andersrum dann. Ja, aber wenn ich schon mal hier bin, dann will ich jetzt auch die ganze Knete abgreifen, oder? Da hinten läuft er gerade. Okay.
Ist das gut oder ist das nicht gut? Da drüben steht auch einer. Ja, ja, das gefällt dir, ne? Alter perverser Bastard. So, der kommt jetzt wieder und geht dann gleich da links rein, genau. Da läuft hier immer dieselbe Runde und den schnappen wir uns gleich. Da müsste er jetzt einkommen, ja, da Mann. Sehr gut, Mann, sehr gut. So, was haben wir hier? Ich geb die Suche nicht auf, Birschen. Hä? Super. Sogar auf dem Klo haben sie das Geld versteckt. Wo hier aber Geld rumliegt, Mann. Irgendwas ist unter mir. Geld wahrscheinlich. Ja, ich wette mal drauf. Irgendwann, ja, das kann sein. Wie war noch mal andocken? Fuck. Übel. Wie war denn das noch mit andocken? Die Ratte hat sich aus dem Staub gemacht. Sieh nach, ob er noch da ist. So, wo ist der nächste? Kommt schon. Waffenschrank, ja, oh, Schnieke. So, machen wir auch gleich platt. Und gib ihm. Tja, wenn du das wüsstest, mein Freund, wenn du das wüsstest. Ah, jetzt ist er da hinten. So, den machen wir auch noch platt. Er hat einen von uns umgebracht. Mhm, hab ich. Nein, ist er nicht. Und das gibt's auch noch. Sau geil, so. Mal über die Pistole. Dann holen wir uns jetzt die Sachen. So. Hier ist auf jeden Fall noch so Einzelteile, habe ich gerade gesehen. Und ein Waffenschrank. Wow, eine kugelsichere Weste, Mann. Super gut. Wir schleichen lieber weiter. So, 250. Ah, was haben wir da? Only we make it out of here is if we girls stick together. Just hang in there. We'll be home real soon. Okay. Übel. Wir kommen nur raus, wenn wir zusammenhalten. Haltet durch. Okay. Also praktisch gegen ihren Willen wurden sie hierher verschleppt. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, hä? Ja. So Zwangsprostitution, mehr oder weniger. Bleib locker flockig, dir passiert nichts.
Alles ist okay, Mann. Alles ist okay. Oh mein Gott! Tun Sie mir nicht weh! Was soll denn das jetzt hier? Ist irgendeine Schrift oder sowas? Ach, hier ist was zum Sammeln. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, und irgendeine coole Waffe. Revolver, okay. Nehme ich aber lieber die. Ich möchte schon ein bisschen Feuerkraft haben, ne? Ja, dann flieh doch endlich, Mann. Wozu mache ich das denn? Ich muss andersrum, scheiße. Ah, da kann ich nicht lang. Okay, also Treppe hoch, da hinten lang und dann entsprechend. Ja, dann hau doch endlich ab, wir sind alle tot, hier wird dir nichts mehr passieren. Was hat sie denn für ein Problem, ey? Ob die noch immer da sind? Einfach etwas sanfter angehen. Scheiß Redneck. Du auch noch? So. Wundergeil. Hier ist auch noch mal was. Ah, na sieh einer an. Lohnt sich hier ja schon richtig, du. Da kommen wir nicht lang. Okay. Ich bleibe lieber erstmal bei der Shotgun. Das will ich gar nicht. Hör ich nicht vor. Echt nicht. Na, hier komme ich auch nicht lang. Okay. Waffe wegstecken. So, dann können wir normal laufen. Dann werden wir uns mal hier verziehen, würde ich sagen, ne? Hier kann ich auch nicht raus, ist ja scheiße. So. Wir sind ein gemachter Mann, ey. 5700. Das ist schon richtig, richtig geil. Dann haben wir mal eben so ein illegales Etablissement erledigt. Super gut, ey. Hammerhart. Es macht Laune, echt. Super geil. So, rein in die Karre. Kurzmeldung. In Greenwood, Mississippi, erließ Richter Bissell ein Unterlassungsurteil gegen den Boykott von Geschäften weißer Eigentümer durch farbige Einwohner. Okay. Hier soll ich warten. Dann machen wir das doch. So. Wunderbärchenhaft. Die fliegen James Earl Ray diese Woche zurück. Um zu fassen, dass wir glauben sollen, dass nur ein Mann Dr. King erledigt hat. Naja, komisch, ne? So glatt. Ja. Nur das macht mir Sorgen. Sagen wir, er hat Dr. King erschossen. Nur er und niemand sonst. Und wenn's wirklich so leicht ist, einen großen Mann wie Dr. King, Präsident Kennedy oder Bruder Malcolm niederzustrecken, dann wird sich in diesem Land nie was ändern. Richtig. Du kämpfst und schwitzt. Und jemand kann dir alles wieder wegnehmen. Einfach so. Ha. Tja, so einfach geht das, richtig. Nun ja, ich verabschiede mich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.